Im Frankfurter Nordend ist am Nachmittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger ist 500 Kilogramm schwer und wurde bei Baggerarbeiten in der Schwarzburgstraße entdeckt. Der Fundort liegt neben einem ehemaligen Bunker in der Nähe eines Spielplatzes. Voraussichtlich soll die Bombe noch am Mittwochabend gesprengt werden. Deshalb sind schon zahlreiche mit Sand befüllte Lastwagen in der Glauburgstraße vorgefahren. Bewohnerinnen und Bewohner im Umkreis von 700 Metern müssen evakuiert werden.